Hallo zu einer neuen Folge zum Thema Auswandern, Deutschland, Gran Canaria, Norwegen. Die Videos zu diesem Thema findet ihr in der gleichnamigen Playlist, die ich hier einblende. Ja, ich habe viele Kritiken zu meinem letzten Video bekommen, meistens positive, aber auch negative und einige Fragen, und die möchte ich jetzt in diesem Video beantworten. Kritikpunkt war zum Beispiel eines Kanarios: Basura en todo el mundo. Das heißt, Müll gibt es überall auf der Welt. Das ist sicherlich richtig, auch hier in Norwegen. Autoreifen im Wasser, McDonald's-Tüte auf der Straße, auch hier schon gesehen. Aber die Menge macht's, die Dosis macht das Gift. Sowohl hinsichtlich dessen, was man noch irgendwie akzeptieren kann oder halt wohl oder übel ertragen muss, und dem, was man eben nicht mehr mitmachen muss. Und das bedeutet, die Dosis macht das Gift, die Menschenmenge. Die Menschenmenge, die Bevölkerungsdichte ist in Norwegen eben ein Bruchteil im Vergleich. Das ist jetzt kein direkter Vergleich, wo lebt man besser oder sowas. Das muss jeder für sich selbst individuell entscheiden. Manch einer kommt damit klar. Manch einer kommt vielleicht aus irgendeiner Gegend, wo es noch schlimmer zugeht, wie zum Beispiel Dakhla Westsahara. Das würde mir jetzt so einfallen. Das ist wirklich ein extrem vermüllter Ort. Der findet es dann auf Gran Canaria womöglich noch sauber. Aber ich mag das eben nicht. Und ich mag eben, wie schon gesagt, auch die Bevölkerungsdichte nicht. Aber in diesem Video soll es nicht darum gehen, was die Kritikpunkte an Gran Canaria sind. Da könnte ich noch einige andere aufzählen. Digitalisierung, die hinten und vorne nicht funktioniert, aber man gerne so tun würde, als ob. Die Bürokratie, die eben auch damit zusammenhängt, die nicht funktioniert. Lassen wir das Thema mal. In diesem Video geht es um das Thema, was ist so toll am Auswandern von Gran Canaria? Denn das muss ich sagen, ich bereue die 11 Jahre auf Gran Canaria überhaupt nicht. Und wenn mich jemand jetzt fragen würde, wo willst du jetzt lieber hin? Wieder nach Deutschland zurück oder Gran Canaria? Dann ist für mich persönlich die Antwort ganz klar, Gran Canaria. In Deutschland habe ich jetzt, wir haben nur ein paar Besuche da abgestattet, alle 2 Jahre würde ich sagen. Und die Entwicklung in Deutschland gefällt mir gar nicht. Außerdem, ich brauche Meer. Daher auch Norwegen, ohne Meer möchte ich eigentlich nicht mehr leben. So, aber was ist so toll am Auswandern von Gran Canaria? Klar, das Meer. Wer Wassersport betreibt, wer angeln geht, wer surft, wer gerne mit dem Boot auf dem Meer unterwegs ist, Kitesurfing, Tauchen, der ist natürlich auf Gran Canaria genau richtig. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, gerade mal was das Tauchen anbetrifft. Es gibt sehr berühmte Spots, wo man Engelhaie sehen kann. Dann kann man schnorcheln sogar mit Schmetterlingsrochen in bestimmten Gegenden. Draußen auf dem Meer manchmal eben auch Wale beobachten, Delfine beobachten. Dafür ist Gran Canaria toll, alles was Wassersport betrifft. Bei mir war es eben das Angeln. Das Angeln hat sich eigentlich bei mir so richtig erst auf Gran Canaria entwickelt. Angeln war schon immer mein Ding, in Deutschland auch schon gewesen, auch als Kind. Mit 10 Jahren habe ich da angefangen. Aber auch da aufgrund der Bevölkerungsdichte machte das eigentlich nicht wirklich Spaß. Und die Fischdichte wurde da auch immer geringer aufgrund der Bevölkerungsdichte, sodass ich zum Schluss kaum noch geangelt habe. Und mein Jugendtraum Angeln, ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwas mit Angeln machen, ich möchte Bücher über das Angeln schreiben. Das ist einfach so auf Gran Canaria gekommen. Es ist einfach so passiert. Wir hatten für Gran Canaria Plan A, Plan B zum Auswandern, was wir da machen können, mit was wir unser Geld verdienen können. Ja, und siehe da, Surprise, Gran Canaria wurde schließlich mein Lebenstraum war, das Angeln nicht nur zum Hobby, sondern zum Beruf zu machen. Und allein schon daher würde ich Gran Canaria niemals bereuen in meinem Leben. Das zweite oder eigentlich das erste, das größte Lebensereignis ist natürlich die Geburt meiner Tochter. Weil damit konnte ich eigentlich aufgrund einer Erkrankung gar nicht rechnen. Aber Gran Canaria hat sich nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Pärchen, die mal so im Urlaub da waren, als extrem fruchtbar herausgestellt. Das merkt man halt auch in der Bevölkerungsdichte wiederum. Die Kanaren haben mit die höchste Geburtenrate in Spanien. Das sagt einiges über das Klima und auch über das Wohlbefinden dort aus. Ja, das Klima, die Sonne, die frische Meeresluft, all das wirkt sich natürlich positiv auf den Organismus aus. Also ist nicht alles negativ, viel zu heiß und sowas, wie ich das beschrieben habe, bloß ihr war es halt auf Dauer zu heiß auf den Kanaren. Insgesamt würde ich das Klima natürlich auch Deutschland vorziehen. Ich habe im Rheinland gewohnt und da hat man entweder die Phase im Sommer 35 Grad und schwül heiß und dann kracht es auch schon, das Gewitter, und am nächsten Tag 17 Grad. Solche unkonstanten Bedingungen möchte ich natürlich auch nicht haben. Also auch dafür ist Gran Canaria, die Kanaren, halt ideal. Wer ein gleichmäßiges Klima braucht, sei es, dass er eben mit Rheuma Probleme hat, sei es allgemein die Knochen
Und natürlich auch für Allergiker sind die Kanaren besser geeignet als Deutschland. Was heißt besser geeignet? Sind ideal, weil es wächst ja halt nun mal nichts oder kaum was. Ich kannte zwar tatsächlich jemanden, der hatte Allergie gegen irgendwelche Unkräuter oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich zum Beispiel in Deutschland hatte, Gräser, Birken. Ja, jetzt werden einige wahrscheinlich lachen, weil hier in Norwegen, man sieht es ja gerade, hier geht die Sonne auf im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wächst das Gras, hier wachsen die Birken kommen raus. Ich weiß nicht, wieso habe ich mich in 11 Jahren jetzt von den Allergien in Deutschland erholt, aber ich habe hier bisher noch keine allergische Erscheinung gehabt. Und hier wachsen halt überwiegend, würde ich sagen, neben den Tannenbäumen natürlich Birken. Das Gras habe ich frisch gemäht, ich habe keine Allergie. Vielleicht kuriert man sich mit Allergien aus, das kann natürlich auch sein. Ja, das Klima hat eben auf den Kanaren seine positiven Seiten. Und man sagt ja auch, Sonne macht albern. Das heißt, natürlich ist die Stimmung insgesamt besser, wenn ich so Deutschland im Herbst denke. Boden, Frost, grau in grau, es tut sich gar nichts. Da ist die Stimmung auf Gran Canaria natürlich ganzjährig positiver gestimmt. Jetzt kann man auch einen Vergleich auch zu Norwegen ziehen. Hier ist es natürlich eben nicht tagelang Bodenfrost und es tut sich einfach nichts, sondern hier hat man dann eben entsprechend wirklichen Winter, wirklichen Schneefall und kann damit eben mit einem echten Winter was anfangen. Ja, unbezahlbar schön ist es ja eigentlich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und im Gegensatz dazu ist natürlich Gran Canaria, sind die Kanaren wesentlich kostengünstiger. Also es ist billig, auf den Kanaren zu leben. Das ist natürlich ein weiterer großer Vorteil der Kanaren. Dann kann man auf Gran Canaria durchaus mit 800 Euro als Einzelperson, also 800 Euro netto zur Verfügung, problemlos den ganzen Monat leben. Überhaupt kein Problem. Auto, Wohnung, Essen, Trinken. Von daher auch ein gutes Argument, auf die Kanaren auszuwandern. Und was natürlich auch mit Geld zu tun hat, was in Deutschland eben ein Statussymbol ist, das Auto. Auf Gran Canaria achtet niemand darauf, was für ein Auto du fährst oder wie das geputzt ist und in welchem Zustand die Reifen sind. Das ist natürlich auch eine angenehme Angelegenheit, dass man eben nicht wirklich immer das Auto auf Hochglanz poliert haben muss oder ein Kratzer im Auto. Das ist vollkommen wurscht auf den Kanaren. Also man lässt das Leben einfach so leben, wie es ist und kümmert sich nicht so um eigentlich völlig belanglose Sachen wie zum Beispiel eine kleine Beule im Auto oder mein Nachbar hat jetzt sein Auto frisch gewaschen oder Alufelgen drauf gemacht. Während in Deutschland zum Beispiel irgendwelche klapprigen Rentner aus ihren auf Hochglanz polierten Range Rover rausfallen, sind es auf Gran Canaria dann eben so die möchtegern Gangster, Hip-Hopper, die Jüngeren, die eben das Geld von der Oma bekommen haben, weil früher konnte man auf Gran Canaria sein Geld nicht verprassen. Und ja, das ist das nächste Thema, Familienzusammenhalt. Das, was man in Deutschland, hier eigentlich weniger, was man in Deutschland eben ziemlich rausgezüchtet hat, ist die Familie, der Zusammenhalt innerhalb der Familie. Der ist das A und O. La Familia es todo, sagt man. Und so ist es halt auch. Das heißt, wenn einer kein Geld hat in der Familie, dann legt man eben zusammen, dass er eben ein bisschen Geld hat oder dass eben Enkel ein Auto dann schließlich von der Oma bekommt mit anderen zusammen aus der Familie. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man eine Familie auf Gran Canaria hat. Und auch wir, kann man sagen, wurden auf Gran Canaria bei Nachbarn familiär eingebunden. Also nicht unbedingt nur bei unseren deutschen Nachbarn, wir haben auch deutschsprachige Nachbarn gehabt, sondern auch bei kanarischen Nachbarn, wo man mal ab und zu eine Banane von der Plantage kriegt und eine Papaya oder sich dort im Garten was holen kann oder die Hühner betreut und dafür eben auch Eier bekommt. Man wird also da wunderbar integriert, wenn man ein bisschen Spanisch kann. Man kann also die Kanaren absolut zum Auswandern empfehlen, wenn man mit den paar negativen Aspekten gut klarkommt oder sich arrangieren kann oder einen Kompromiss findet. Wir haben jedenfalls festgestellt, dass das Kompromissfinden im Prinzip nicht möglich ist, da die Bevölkerungsdichte zum Beispiel eben nicht einfach so zu vermindern ist und wir auch mit der dauerhaften Hitze einfach nicht leben wollten. Manch anderer mag damit gut leben können und dem empfehle ich auch die Kanaren uneingeschränkt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video und die Informationen geholfen. Abonniert diesen Kanal. Wie gesagt, die Videos zu dieser Reihe Auswandern, Deutschland, Gran Canaria, Norwegen, findet ihr eine extra Playlist. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Tschüss!